Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Big Baba 30. So, heute am späten Abend bei Fellini Pizza. Eine Empfehlung von einem guten Freund, der sagt, hier waren wirklich, also hat hier die echt krasse Pasta gegessen. Und ich bin gespannt. Ich habe schon reingeguckt. Pizza, Pasta, das Übliche halt, was es so gibt beim Italiener. Und ich würde sagen, direkt reingehen, laden, abchecken, auf geht's. Hallöchen. Wie bist du dazu gekommen? Wie ist das entstanden? Ich war irgendwann mal Gast in einem Kanal, wo es auch um Essen ging. Und dann kamen die Folgen so gut an mit mir, dass die mich immer wieder eingeladen haben. Und irgendwann mal war ich dann Teil des Kanals. Und ja, und wie es so ist, irgendwann mal passt nicht mehr. Und ja, da habe ich mein eigenes Ding gemacht. Aber Essen ist dein Ding? Essen ist mein Ding, ja. Ich war mal Rapper, ja, richtig. Ja. Musiker, Rapper. Hab aber dann das Studioleben mochte ich nicht mehr irgendwann mal. Das war mir zu viel, weil bei Musik ist so, man ist nächtelang im Studio, man hat viel mit Leuten zu tun, die Drogen konsumieren. Und ich war wirklich 5 Jahre in einem Studio drin, bin dann so gut wie 24/7. Und nach 5 Jahren, ich wollte entfliehen. Also, da habe ich geheiratet und habe einen Rückzieher gemacht. Dann habe ich erstmal das Eheleben genossen, Familie gegründet, Kinder bekommen. Ja, und jetzt seit meiner Scheidung natürlich bin ich wieder raus in die Welt. Aber diesmal nicht mit Musik, sondern mit YouTube. Dann kicken wir mal, was Leckeres gibt. Aber ich glaube, das Übliche: Pasta, Pizza, ja, so das typische italienische Essen. Ich habe gehört, hier die Penne Gorgonzola sollen heftig sein. Von denen habe ich auch gehört. Hi. Was kannst du mir denn so empfehlen? Was ist denn so das Beliebteste an Pasta, was hier rausgeht? Penne Gorgonzola. Gorgonzola, ja? Ja. Okay, dann hätte ich die gerne einmal bitte. Mhm. Vorspeise. Bruschetta. Bruschetta. Mozzarella Caprese-Salat. Genau, nehmen wir. Dann Pizza, würde ich sagen. Was ist unseren Bestseller? Was ist der Bestseller? Fellini. Was ist da drauf? Pikante Salami, Rucola und Schafskäse. Dann machen wir mal nur pikante Salami drauf. Kein okay. Rucola und kein nur Salami. Okay, was zu trinken? Cola Zero. Ja, pikante Salami hört sich schon mal gut an. Der Laden ist selbstverständlich halal. Wie sieht es preislich aus? Preislich, also was haben wir hier? Ich muss mal gucken. Bruschetta 3,90, Caprese 4,50, total akzeptabel. Dankeschön. Pizzen fängt an bei Margherita 6,90, 8,90, 7,90, 8,90, also total akzeptable Preise. Zählt so Pizza zu deinen absoluten Favorites, was Fastfood angeht? Ey, wer mag keine Pizza, jetzt mal ehrlich? Wer mag keine Pizza? Gibt es überhaupt Menschen, die keine Pizza mögen? Das glaube ich nicht mal. Pizza ist so beliebt wie weiß ich, es gehört zu den Lieblingsfastfood. Döner, Burger, Pizza. Ich glaube, das sind die 3 beliebtesten Fastfood-Sachen überhaupt. Ich würde sogar Pizza weltweit sagen. Soll die pikante Salami mit in den Ofen oder nicht? Ja. Sehr aufmerksam. Ja, heute werden wir natürlich begleitet bei unserem Kanal. Fernsehteam begleitet uns heute. Aufgrund des letzten Videos mit der Aktion sind ein paar Fernsehteams auf uns aufmerksam geworden. Und ja, wir werden jetzt ab und zu mal von Fernsehteams begleitet. Was mich natürlich freut, ich find's cool. Gast haben wir auch da, Zack Plus ist heute dabei. Was geht ab, Leute? Wir kontrollieren, ob Bila seine Arbeit gut macht. Nein, Grüße geht raus. Geile Aktion, auch von Zack Plus. Also wir finden alle auf jeden Fall das, was die Jungs hier auf die Beine stellen, Hut ab. Zack Plus, die Nummer 1, made in Germany, was Sportprodukte betrifft. Mit dem Code BIGBABA10 könnt ihr einkaufen, bekommt 10% Rabatt. Die besten Whey-Proteine, Supplements und natürlich auch Sportswear. Code BIGBABA10, Zack Plus, die Nummer 1. Ja, heute einige Leute dabei. Und ja, da drüben filmt gerade der Marcel vom RBB. Das ist ein regionaler Sender, ne? Solange die wirklich auch real alles wiedergeben, ist alles gut. Und nicht daraus der Gangster-Rapper-Story machen.
gelernt hast du bei deiner Mutter? Also, das heißt, ja, Autodidakt, ne, irgendwie alles selbst beigebracht und natürlich meine Mama viel abgeguckt. Aber ich kann jetzt nicht diese arabischen Spezialitäten kochen, die meine Mutter macht natürlich, ne. Da ist ein bisschen anders meine Richtung so. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier Bruschetta, ganz normal, Caprese. Ja, sieht optisch immer top aus. Brot auch schön knusprig, ich sehe schon, nicht weich. Oft hat man bei Bruschetta, keine Ahnung, dass das Brot weich ist und so. Aber hier ist schön knusprig, frisch, schmeckt sehr frisch. Schön Tomaten mit Kräuter. Typische italienische Vorspeise, sehr lecker, aber auch nichts Außergewöhnliches. Ansonsten hier noch die Caprese. Schön Oregano, Käse, Tomate. Riecht gut. Die Caprese gefällt mir sehr sogar. Und das ist die Attraktion hier, was sehr beliebt sein soll. Penne, Gorgonzola, Brokkoli, Hähnchen, Rucola. Okay, Rucola muss jetzt bei mir nicht sein, bin ich nicht so der große Fan von. Gorgonzola liebe ich. Brokkoli liebe ich übertrieben. Einzige, was ich noch raufmachen würde, ist Chili, auch mit Brokkoli wurde nicht gegeizt. Ich habe oft so, wenn ich mir irgendwelche Gerichte mit Brokkoli bestelle, dass ich nur 2-3 Stück Brokkoli drin habe. So, die Pizza macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Auch schön dünn, so wie ich es mag. Ich mag es überhaupt nicht dick. Was qualifiziert dich eigentlich, Restaurants zu testen wie hier? Was mich qualifiziert? Mein YouTube-Kanal. Nichts anderes. Und meine Community. Also eigentlich gar nichts. Also ich sag ja nicht, dass ich, wie gesagt, am Anfang, dass ich Zertifikat habe zu prüfen. Aber sagen wir so, meine Community glaubt mir, was ich sage. Wenn ich sage, schmeckt, schmeckt's. Und wenn ich sage, schmeckt nicht, dann glauben sie mir das. Keine gekünstelte Meinung oder gekaufte Meinung. Einfach die Wahrheit. Mehr wollen die Leute nicht wissen. Weil die Pizza ist sehr, sehr gut. Wenn ich überlege, was wir vorhin von der Pizza hatten. Vielleicht kannst du das nochmal sagen. Also, dann gibt es auch schlechte Dinge. Also, was war das Schlechteste, was du hier erlebt hast? Das Schlechteste, was ich hier erlebt habe? Kannst du es auch mal beschreiben, also, wie das geschmeckt hat? Oder? Da hatte ich eine Pizza, da war der Teig noch roh. Roh. Und ja, also, das hochgehoben, ist gleich runtergeklappt. Aber richtig. Und ja, da habe ich auch nur gesagt, dass die Pizza schlecht war. Und der Typ ist, wie gesagt, ausgerastet. Wollte, dass ich, also, wenn ich nicht eher für eine Minute aufstehe, ruft er die Polizei, Hausverbot. Und zufälligerweise war ich gerade live auf Instagram, im Livestream. Und alle haben es mitbekommen. Das heißt aber, also man macht sich nicht nur Freunde. Nein, will ich auch gar nicht. Mir geht es gar nicht um neue Freunde. Ich will keine neuen Freunde. Immer den Kreis Kleinheiten. Ja, aber wie gesagt, es geht mir nicht darum, neue Freunde zu machen oder so. Wie gesagt, ehrliche Meinung zu geben, das ist das A und O bei mir auf dem Kanal. Ich bin jetzt so ganz unverschämt, ne? Ja. Was verdient man da? Das sage ich dir nicht. Und dann bezahlst du ihn auch dafür? Er ist sozusagen auch schon mittlerweile Partner von mir. Der Kanal, den betreiben wir beide zusammen sozusagen. Wer ist denn der größere Feinschmecker unter euch? Boah, ich bin kein Feinschmecker, ich bin eher der Kameramann. So, ich probiere. Naja, ich habe gesehen, du probierst ja auch alles, ne? Klar, ich probiere, ich gebe meine Meinung ab. Ja. Ich beziehe mich aber nicht unter Foodblogger oder so. Wenn ich eine Meinung gebe, dann ist es wirklich die, wie es mir schmeckt. So. Und wenn ich der Meinung bin, wie schmeckt es, dann schmeckt es mir. Wenn es mir nicht schmeckt, schmeckt es mir nicht. Seid ihr manchmal auch unterschiedlicher Meinung? Ja, klar. Das muss auch sein. Man sieht ja die Konstellation alleine. Wir werden nicht irgendwie bezahlt dafür, dass wir in den Laden gehen. Also sowas machen wir nicht. Ja. Da stehen wir auch hinter. Und wenn ich angeschrieben werde auf Insta und jemand will, dass ich seinen Laden teste, dann sage ich ihm kein Problem auch. Wenn ich sehe, ist okay. Aber du musst halt mit einer ehrlichen Meinung rechnen. Und da sage ich, ich warne die vorher schon. Und dann sagen die, okay. Jetzt bist du ja Restaurant-Tester. Und dann habe ich aber trotzdem erfahren, dass du Maggi überall reinmachst. Privat. Privat. Also ich schaue mir gern Maggi auf die Bolognese, auf Sandwiches und so. Ja, richtig. Privat. Da habe ich einen Maggi-Tick. Das ist ja jetzt nicht so. Das hat nichts mit die Gourmet-Richtung zu tun. Ja, genau. Aber privat haue ich mir gern Maggi rein.
Ja, schon am liebsten auf die Bolognese. Also, oh, Back. Einmal zum Rumpf. Oh, selbstgemacht, ne? Genau. Ja. Dann haben wir einmal Creme Brûlée. Creme Brûlée. Ich habe hier schon meine Löffel vorbereitet. Dankeschön. Machst du für Creme Brûlée den Ofen oder den kleinen? Doch, der kleine reicht. Ist er mehr der herzhafte oder der süße Typ? Der herzhafte. Natürlich auch mal gerne süß, wer nicht. Aber da muss ich echt mit mir kämpfen, weil das ist... Aber wenn ich das jetzt so angucke... Wir haben am Anfang, wo ich den Kanal neu eröffnet habe, den größten Fehler gemacht und haben uns messen lassen. Das heißt, wir haben alles mitgegessen, was die uns da gewohnt. Da ist oft auch, da sind wir raus. Da hatten wir sogar, dass Fabi sich draußen übergeben hat. Wie seid ihr eigentlich zusammengekommen? Wir kennen uns schon länger. Wir sind Fabi hat früher noch meine Musikvideos gemacht. Musikvideos gedreht, tatsächlich. Ja. Genau, also wir sind vor 2019, glaube ich, das erste Mal in Kontakt gekommen. Mittlerweile sehe ich ihn wie ein großer Bruder. Ich denke mal, er sieht mich wie ein kleiner Bruder so. Wie passt er aufeinander auf? Was ist denn von den Gerichten? Also ich sag ganz ehrlich, die Nudeln top, auf auch also wirklich sehr, sehr lecker. Also die Empfehlung war nicht zu viel versprochen und die Pizza hier ist also wirklich heftig. Also wirklich, muss ich ehrlich zugeben, da würde ich sogar, Bob. Was macht die denn so besonders? Der Teig. Guck mal, steht wie eine Eins. Würzig, die Salami, der Parmesan, also alles, alles in einem. Alles in einem ist eine sehr, sehr gute, gelungene Pizza. Ich könnte jetzt aufessen sogar. So lecker. Wir kommen jetzt zum Nachtisch. Hausgemachte, selbstgemachte Tiramisu. Gute ist, ohne Alkohol. Ich mag ja überhaupt keine Tiramisu mit Alkohol. Ich weiß, original, richtig, mit Alkohol und so, ja, finden wir. Schmeckt mir aber nicht. Wie sieht es allgemein mit Essen aus, wo Alkohol drin ist? Hm. Weil in Italien ist ja auch Bolognese, zum Beispiel mit Rotwein. Hm. Oh, ich kann mich reinlegen. Reinlegen. Mmh. Geil. Guck mal, selbst den Namen von der Pizzeria mit Puderzucker ist schon gut durchdacht. So, die Creme Brûlée. Oh, also ich wüsste nicht, für welches ich mich entscheiden müsste. Beides Top-Nachtische. Findest du das eigentlich so, dass diese italienischen Formate wie hier dann halt auch ja, von der türkisch-arabischen Community eigentlich auch? Guck mal. Fellini in Weißensee, check den Laden ab. Ey, vertrockne. Die Pizza heftig, der Nachtisch heftig. Penne, Gorgonzola mit ordentlich Brokkoli. Wir haben echt nicht gegeizt. Check den Laden ab. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Bis zur nächsten Folge. Peace.